Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche mir eine neue, bessere Welt. Das ist ja eine formulierte Absicht, die man an jeder Ecke in vielen verschiedenen Formen vernehmen kann. Und je schlechter die Zeiten im Außen werden, umso lauter wird der Ruf nach einer neuen, besseren Welt. Oftmals verbunden mit Forderungen an irgendwelche anderen, dass die sich ändern sollen, sich anders verhalten sollen. Aber so werden wir keine neue Welt, keine neue, bessere Welt bekommen, sondern nur, wenn jeder für sich selbst die Verantwortung übernimmt und sich selber anfängt zu verändern. Zuerst im Kleinen, aber dafür ganz konkret, ganz praktisch und deshalb auch wirkungsvoll. Denn eine neue, positive, gewünschte, lebenswertere Welt zu erschaffen, bedeutet schließlich, ein neues, kollektives Feld bewusst zu gestalten, und zwar gemeinsam zu gestalten. Was das genau ist, wie das genau abläuft und wie wir uns ganz konkret und ganz praktisch im Alltag daran beteiligen können, das wollen wir uns in diesem kleinen Video mal ganz genau ansehen. Und zwar diesmal noch viel praktischer direkt in deinem Alltag. Zu deinem Vorteil durch eine wirklich aktive Beteiligung am Aufbau des neuen gewünschten kollektiven Feldes. Ganz praktisch, ganz in echt. Schauen wir uns zuerst einmal kurz an, wie das bestehende kollektive Feld von der Qualität her geprägt ist. Denn erinnere dich an mein letztes Video, erstmal herauszufinden, was da ist, was wir nicht wollen. Dann herausfinden, was wir wollen und das dann möglichst praktisch anfangen zu leben. Ein kollektives Feld ist ja ein Schwingungsfeld. Ein Schwingungsfeld, der eine bestimmte Qualität zugrunde liegt. Das bestehende kollektive Feld hat die Grundschwingung Angst. Und weil dieses kollektive Feld mit der Grundschwingung Angst ja jeden einzelnen Menschen berührt und immer noch beeinflusst, ist es ja eben auch so leicht möglich, Menschen durch Angst zu manipulieren. Schauen wir uns zuerst einmal kurz an, wie es überhaupt dazu gekommen ist und woher es kommt, dass wir alle, so wie wir es gelernt haben seit vielen, vielen Generationen, immer noch völlig unbewusst dieses kollektive Feld der Angst auch noch verstärken. Gucken wir uns den Grundzustand an, den wir alle gelernt haben. Der Grundzustand von uns, den wir alle von klein auf beigebracht bekommen haben, ist Unheilsein, dass wir Unheil sind. Unheil bedeutet ja nicht ganz sein. Das ist ja die Bedeutung von Heilsein. Heilsein bedeutet ganz sein. Wir haben aber alle von klein auf beigebracht bekommen, dass wir eben nicht ganz sind, dass wir unvollkommen sind. Und immer etwas tun oder lernen müssen, um endlich ganz zu sein, um endlich richtig zu sein, weil wir ja vorher falsch sind. Das haben wir alle gelernt. Und das geht schon sehr, sehr lange so. Denk mal kurz an die schon, weiß der Kuckuck, seit wie vielen Generationen immer weitergegebene Erbsünde. Wir werden ja schon so geboren. Und das wird uns ja von klein auf seit vielen Generationen beigebracht. Kaum haben wir das Licht der Welt erblickt, sind wir sofort schuldig, sind wir sofort unheil, sind wir sofort nicht ganz, sind wir unvollkommen und müssen uns anstrengen, um endlich vollkommen ganz heil zu werden. Unser Heil suchen, das ganze Leben lang, wenn es geht. Die Konsequenz, die aus diesem Zustand erwächst. Wenn ich also nie das Gefühl habe,
dass ich endlich mal ganz bin, dass immer noch irgendetwas fehlt. Nun, die Konsequenz daraus ist ein tiefes Gefühl des Leids. Denn logischerweise leiden wir auf einer tiefen Ebene unter dieser unbewussten Situation. Und daher kommt auch unsere Grundtendenz, die Grundabsicht, immer weniger werden zu wollen, also weniger Leid zu erfahren. Nochmal, weil das eben auf einer ganz, ganz tiefen Ebene abläuft. Unsere Grundtendenz, die völlig künstlich beigebracht wurde für unser Leben, ist immer weniger werden zu wollen, weil wir immer weniger Leid erfahren wollen. Das ist natürlich nur konditioniert beigebracht worden, aber eben seit ganz, ganz langer Zeit und ist ein direkter Widerspruch des Prozesses vom Leben selbst. Deswegen habe ich das in dieser Grafik auch in die Blume des Lebens gebracht. Denn das ist so, als wenn wir geboren würden und die Blume des Lebens wäre Leid. Das ist ein völlig neutraler Prozess. Und wenn das dann Leid ist, dann versuchen wir unbewusst nicht die Blume des Lebens zum Wachsen zu bringen, was ja der natürliche Weg wäre, sondern wir versuchen, diese Blume des Lebens zu reduzieren. Reduzieren um Leid, damit wir weniger Leid erfahren. Deswegen habe ich das hier in der rechten Seite der Grafik so gezeigt, als wenn das ein Puzzle ist, so als wenn wir versuchen, dieses Puzzle immer kleiner zu machen. Sagen wir so, auf der rechten Seite, wenn ich die Sachen dann bearbeitet habe, das kennen viele aus dem spirituellen Bereich, da ist es wirklich so wie in der Grafik hier, als wenn die Basis Leid ist und dann muss ich noch dies bearbeiten und dann habe ich wieder ein bisschen weniger Leid. Dann muss ich aber noch das bearbeiten und dann habe ich wieder ein bisschen weniger Leid. Aber guck dir mal hier in dieser Grafik die Konsequenz an, was das bedeuten würde. Wenn du alles bearbeitet hast, was bleibt denn dann über? Dann bleibt gar nichts mehr über. Das ist eine künstliche Umkehr, Verzerrung des natürlichen Prozesses der Blume des Lebens, die auf Wachstum, auf Mehrwerden ausgerichtet ist und nicht auf weniger werden. Also darauf, dass wir einen Kreis der Blume des Lebens, einer vorhandenen Blume des Lebens, dass wir einen Kreis nach dem anderen bearbeiten, in Anführungsstrichen, sprich im Klartext, dass wir einen Kreis der Blume des Lebens nach dem anderen eliminieren. Da wird immer kleiner, die Blume des Lebens. Es geht bei einer Neugestaltung des kollektiven Feldes oder eines neuen kollektiven Feldes im Grunde gar nicht darum, ein neues kollektives Feld zu erschaffen, sondern uns an das alte, an das natürliche kollektive Feld, das also von der Schöpfung aus vorgegeben war, wieder zu erinnern und anfangen, das dann auch ganz praktisch und in echt in unserem Alltag zu leben. Denn unser natürlicher Grundzustand ist natürlich, dass wir heil sind, dass wir von vornherein ganz sind und dass alles, was in uns ist, im Überfluss da ist, reichlich. Und die Grundabsicht, dass wir immer mehr werden wollen, durch Teilen, dann sieht man auch sofort, dann wächst die Blume des Lebens. Stell dir das in der Grafik hier einfach so vor, dass die Blume des Lebens von mir aus ein neugeborenes Kind ist. Und das möchte natürlich sich teilen, was ich hier durch diese grünen Kreise angezeichnet habe, damit die Blume des Lebens wächst. Denn jedes neugeborene Kind ist ja heil, ist ja ganz. Und das hat so viel Qualitäten im Überfluss, reichlich in sich, die es gerne mit dem Leben teilen würde. Durch die Konditionierung wird aber da schon sehr lange ein Riegel vorgeschoben. Und in den oben beschriebenen
wie der natürlichen Prozess umgekehrt, den wir dann aber in der Regel gar nicht mehr merken, weil es auf einer ganz tiefen Ebene abläuft. Nun, was ist dann die natürliche Qualität, nach der die Blume des Lebens bei diesem kleinen Baby, sag ich mal, weil ich das als Beispiel gesagt habe, nach der die Blume des Lebens sich verteilen möchte, verströmen möchte, wachsen möchte? Was ist das für eine Qualität, die da aber von vornherein unterdrückt wird? Nun, die Qualität ist Freude. Denn Freude ist das Gegenteil von Leid. Ich meine echte Lebensfreude. Sich am Leben freuen, und zwar am eigenen Leben. Beobachte mal ganz kleine Kinder, bevor sie verbogen sind, was heutzutage echt schwer ist. Aber beobachte die mal, wenn die ganz klein sind. Die sind immer voller freudiger Energie, die sie verströmen möchten in das Leben, die sie mit dem Leben teilen möchten. Bis sie dann endlich gelernt haben, dass das Leben nicht so einfach ist, kein Zuckerschlecken. Wenn sie endlich die Konditionierung gelernt haben, Leben ist Leid und deine Aufgabe ist es, dieses Leid zu vermindern. Und dafür musst du noch das tun und das lernen und das machen, weil du bist ja schließlich unheil. Du bist ja noch nicht ganz. Also streng dich gefälligst an. An dieser Grundkonditionierung, die ganz tief sitzt, auf Leid, liegt es ja auch, dass wir dann später als Erwachsene in unserem Leben Leid immer aus dem Weg gehen und dadurch völlig unbewusst natürlich echte Lebensfreude immer mehr aus unserem Leben ausklammern. So, kommen wir zurück zum kollektiven Feld. Was ist unser Job? Also dieses alte kollektive Feld, wo die Grundqualität Angst war, die Leid erzeugt hat, zu transformieren, bewusst zu transformieren, in ein kollektives Feld, wo die Grundqualität Freude ist. Natürliche, echte, unverfälschte Lebensfreude. Dass du vollem Herzen sagen kannst, ha, mein Leben ist die reine Freude. Dass da natürlich mal Sachen kommen, die einem nicht so passen und so, und die man machen muss, ja, das gehört ja schließlich dazu. Aber das, was von der Schöpfung natürlicherweise geplant ist, ist dieses kollektive Feld, dass wir alle individuell für uns beeinflusst von diesem kollektiven Feld leben würden und sagen würden, Yippie, mein Leben ist die reine Freude und ich kann mich entfalten und kann wachsen. Bei der nächsten Grafik wirst du sehen, dass eben auch, wenn es um dieses große kollektive Feld geht, wieder der Wachstumsprozess von der Blume des Lebens zu tragen kommt, weil da ja Größe keine Rolle spielt. Ich habe hier einmal den Prozess noch in der Abfolge grafisch dargestellt. Also von links oben vom Grundzustand unvollkommen sein, unheil sein, immer in diesem Gefühl, da fehlt noch irgendetwas. Und wo dann eben die Konsequenz Leid ist und davon weniger haben zu wollen, also das alte kollektive Feld, und dann auf der rechten Seite das neue kollektive Feld, heil sein, ganz sein, also im Überfluss sein, als Grundzustand, es reichlich vorhanden ist, in jedem ist reichlich Freude vorhanden und das wird durch Teilen eben mehr. Und deshalb ist eben der neue Impuls dann auch immer mehr werden durch Teilen. Und sagen wir, transformieren, umwandeln, wird sich das nur, wenn wir bewusst anfangen, ich sag mal, mehr Freude in die Welt, in das Leben zu bringen. Durch bewusste, kleine Impulse, die wir ganz konkret und ganz in echt im Alltag machen, weil nur
Die Schwingung, die auch wirklich in echt da ist, nicht im Kopf, wenn darüber geredet wird. Nur die hilft auch, das neue gewünschte kollektive Feld, beziehungsweise das natürliche kollektive Feld, immer mehr in die Wirklichkeit zu bringen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass jeder bei sich selbst anfängt und sich in seinem Leben an dieser Transformation beteiligt. Weil sich ja das kollektive Feld verändert durch diese vielen kleinen Impulse, die von dem Einzelnen gegeben werden. Denn das kollektive Feld ist ja nichts anderes als die Summe dieser ganzen Impulse. Und wir erfahren dann immer mehr und mehr diese neue Basisqualität, die Freude, die echte Lebensfreude als unsere Welt, in der wir leben, die wir als unser Leben, als unsere Welt erfahren. Und an diesem Prozess der Gestaltung eines kollektiven Feldes mit der Basisqualität der reinen Freude, der reinen Lebensfreude, kann sich jeder Einzelne ganz praktisch und ganz in echt beteiligen, indem er nämlich anfängt, in seinem Leben kleine Impulse dieser Qualität in die Welt zu bringen. Denn das ist ja schließlich die Macht von uns Menschen, dass wir alle aus uns selbst heraus diese Qualitäten erschaffen können, indem wir das einfach ganz bewusst machen. Denn wir können ja ganz bewusst immer mehr dieser Schwingung der Freude in die Welt bringen, die dann in das kollektive Feld einfließt. Jeder in seinem Umfeld. Ich habe mir schon vor einigen Jahren Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Prozess verstärken kann, ganz praktisch im Alltag. Freude hat ja immer etwas mit sich verschenken zu tun, mit Teilen zu tun. Weil Freude wird durch Teilen mehr. Und Freude ist ja eben eine ganz besondere Schwingung. Weil das ist ja Freude. Freude ist ja schließlich eine Schwingung. Deswegen sagen wir auch oft so, wenn wir in Freude sind, ach, ich habe mich ganz beschwingt gefühlt. Freude ist also eine Schwingung, die wir teilen können. Eine Schwingung, bei der es dir immer selbst gut geht, aber auch dem, mit dem du diese Freude teilst. Ich habe mir dann also überlegt, wie man diesen Effekt ganz praktisch im Alltag verstärken kann. Weil das wäre ja super für die Gestaltung eines neuen, erwünschten kollektiven Feldes. Und dann am besten noch ein bisschen so nachhaltig, praktisch verstärkt, dass diese geschenkte Freude, diese geteilte Freude nachhaltig wirkt, noch über den Moment hinaus, wo diese Freude geteilt wird, quasi jemand anderem dieses Geschenk gemacht wird. Denn wenn ich meine Freude mit jemandem teile, dann mache ich ihm ja quasi ein Geschenk, nämlich dieses Geschenk dieser schönen Schwingung, die sich einfach gut anfühlt und die jeder gerne annimmt, weil er sich eben gut anfühlt. Ich habe schon damals zu der Zeit, als ich mich damit befasst habe, bei Facebook jedes Mal, wenn ich irgendeine Freundschaftsanfrage bekommen habe, dann immer bei dem Posting, wo ich mich für die Freundschaftsanfrage bedankt habe, dieses Bild hier drunter gesetzt. Schön, dass es dich gibt. Frag dich mal, was dieser Satz, wenn ich den ausdrücke, schön, dass es dich gibt, was der überhaupt bewirkt, gerade wenn du das mal in Bezug setzt zu den Sachen, die wir alle in der Basis konditioniert beigebracht bekommen haben. Und zwar schön, dass es dich gibt, so wie du bist, du bist völlig okay, so wie du bist. Naja, und dann habe ich gemerkt, dass sich eben die Menschen darüber freuen. Alleine über diesen Impuls, über diese Geste. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das in meinen Alltag reinholen? Ich habe das damals ganz einfach gemacht. Ich habe mir einfach, ich glaube, 2000 Stück von diesen Karten hier drucken lassen. Und zwar ohne, dass da irgendetwas anderes drauf stand.
und habe die dann einfach so in meinem Umfeld, da habe ich ja nur in Oberfranken gewohnt, jedem, ist egal, ob das irgendwo beim Einkaufen an der Kasse war oder ist egal, wo ich war, dann habe ich die den Leuten in die Hand gedrückt und habe noch ein paar mehr gegeben, dann konnten sie das in ihrer Familie auch verschenken, weil das ist einfach eine ganz schöne Geste, jemand anderem mal zu sagen, schön, dass es dich gibt. Ich habe alleine mit diesen kleinen Aktionen so viele schöne Erlebnisse gehabt und also wirklich gemerkt, live gemerkt, wie ich dadurch Freude in die Welt gebracht habe, weil da hat sich bisher jeder darüber gefreut. Denn das wird viel zu wenig gesagt, schön, dass es dich gibt. Naja, und dann habe ich mir also überlegt, wie kann ich das noch verstärken, dass die Freude ja noch ein bisschen nachhaltiger wirkt. Sich dieser einmal initiierte Impuls der Schwingung von Freude auch noch nachhaltig und länger im Leben des Beschenkten, sag ich mal, auswirkt. Dann fiel mir so ein, dass es ja ganz gut wäre, wenn, ich sag mal, dieser Impuls, diese Karte, irgendwo bei dem Beschenkten, also dem ich das geschenkt habe, rumstehen würde. Von mir aus auf dem Schreibtisch oder von mir aus auf der Fensterbank oder irgendwo in der Küche, eben da, wo er das oft sieht. Und dann dieser Impuls, und wenn es so unbewusst ist, aber immer wieder neu gegeben wird. Mit dieser Idee, Freude zu verschenken und dadurch dann eben ganz praktisch und ganz in echt immer mehr Freude in das kollektive Feld zu bringen, habe ich mich damals echt lange mit befasst. Ich habe dann damals auch was gefunden, weil es war ja klar, es musste irgendeine Art Aufsteller sein und nicht so eine kleine Karte. Ich habe das zwar auch gefunden, aber damals habe ich eben nicht die Möglichkeiten gehabt, da konnte ich das auch noch nicht, ich sag mal, geeignete Druckvorlagen zu erstellen. Weil sowas muss natürlich professionell gedruckt werden. Ich habe dann zwar damals einige so Aufsteller selbst gebastelt, weil ich da so einen Ansatzpunkt hatte, so für, ich sag mal, ganz besonders liebe Leute in meinem Bekanntenkreis, aber das war natürlich nicht so geeignet, weil das immer sehr zeitintensiv war, sowas zu basteln. Vor einigen Wochen fiel mir das dann halt wieder ein. Das war so ungefähr zu der Zeit, wo ich hier mit der Fahrschule fürs Leben angefangen bin, also Leben lernen live, und habe mich dann noch mal schlau gemacht. Und dann habe ich eben festgestellt, oh, die Zeiten haben sich ja geändert im Internet, dass ich auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die kannte ich damals noch gar nicht, gefunden habe. Naja, und wenn mich etwas interessiert, dann befasse ich mich eben sehr intensiv damit und lerne das wirklich, bis ich das kann. Bis ich das auch wirklich verstanden habe. So ist ja auch das kreative Quantenbewusstsein entstanden, weil ich mich da jedes Mal so reingekniet habe. Und mir sowas ja auch immer viel Spaß macht. Ich sehe das eben nicht als Arbeit, auch wenn das dann von mir aus tagelang von morgens bis abends dauert. Nun, und nachdem ich mich da dann lange genug mit amüsiert habe, es ist wirklich, es ist reines Vergnügen für mich, die reine Freude sozusagen, konnte ich das dann. Und dann habe ich eben die entsprechenden Druckvorlagen gemacht und habe das drucken lassen. Und was dabei rausgekommen ist, ist das. Ein professionell hergestellter Aufsteller. Viel größer wie so eine kleine Visitenkarte. Der ist also im Hochformat DIN-Lang, so heißt das. Das ist also das Format wie so eine normale Glückwunschkarte, sag ich mal. Und diesen Aufsteller kann sich dann eben jeder, der den geschenkt bekommt, also der diese Freude geschenkt bekommt, irgendwo hinstellen. Wie ich das vorhin gesagt habe, entweder in der Küche oder auf der Fensterbank oder von mir aus ans Laptop oder auf den Schreibtisch, eben da, wo er meint, ah, das tut mir gut, wenn ich das sehe. Also ist auf einmal wirklich ein kleines Produkt entstanden, mit dem ich Freude verschenken kann. Und zwar so, dass sie auch nachhaltig wirkt. Also so, wie ich das schon vor ein paar Jahren vorhatte und wollte. Ich habe meinen Aufsteller, um Freude zu verschenken, hier mal
von mehreren Ansichten fotografiert, damit er auch ganz genau weiß, wie das Teil überhaupt aussieht. Also das ist so, wie gesagt, das ist ungefähr so hoch, nicht, das ist nicht ungefähr so hoch, sondern das ist so hoch wie so eine lange Geburtstagskarte. Also den lang. So, und das Ding kann man also dann so zusammenstecken und dann steht das. Und auch bei diesem Aufsteller habe ich wieder ganz bewusst darauf verzichtet, da irgendetwas drauf zu schreiben. Da steht also weder mein Name drauf, noch meine E-Mail-Adresse, noch der YouTube-Kanal, noch sonst was. Weil das habe ich immer festgestellt, auch bei den kleinen Visitenkarten da, dass die Leute sofort geguckt haben, oh, will mir da wieder einer Werbung andrehen. Und wenn die dann gemerkt haben, dass es wirklich darum geht, nur ihnen eine kleine Freude zu machen, dann fing das Strahlen im Gesicht an. Also steht auch auf diesem Aufsteller gar nichts, weder meine Adresse noch sonst irgendwas. Damit auch derjenige, der so einen Aufsteller geschenkt bekommt, wirklich weiß, es geht darum, ihm eine kleine Freude zu machen und ihm nicht irgendwie unterschwellig irgendeine Werbung an den Hals zu hängen. Und ich muss sagen, fällt mir gerade ein, weil ich habe den ja auch hier bei mir am Laptop stehen, weil ich die Anfang der Woche geliefert bekommen habe, die gedruckten Teile. Also nicht nur 100 Stück, sondern mehr. Und mir ist gerade aufgefallen, wo ich da so drauf gucke, dass ich auch diese Woche schon ganz, ganz oft, weil das direkt neben meinem Lautsprecher hier steht, da drauf geguckt habe. Und es tut ganz einfach gut, wenn ich mir selber mal sage, schön, dass es dich gibt. Und mit diesem Aufsteller kann man also wirklich anfangen, ganz praktisch und ganz in echt, in seinem Alltag, in seinem Umfeld, ganz bewusst Impulse der gewünschten Schwingung, der Freude in die Welt zu bringen und damit eben als Schwingungsqualität auch in das gewünschte, lebenswertere, positive, kollektive Feld fließen zu lassen. Und dann sogar noch so, dass es nachhaltig wirken kann und der Impuls sich multiplizieren kann. Ich habe das mal hier so ein bisschen grafisch dargestellt, also wenn in der Mitte eben, ich sag mal, die reine Freude ist in dem inneren Kreis, nun dann sind da die ersten Freudeherzchen, das sind eben die Leute, die das wirklich auch in ihrem Umfeld verteilen, verschenken, die Freude verschenken. Das tut dir natürlich auch selber gut. Das ist ja immer klar, weil das habe ich ja, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich das erlebt habe. Das tut einfach gut. Einem selber auch. So, und dann in dem nächsten, also in dem äußeren Kreis, da sind dann eben die ganzen Leute, die so einen Aufsteller geschenkt bekommen haben. Die haben den bei sich irgendwo am Laptop stehen oder von mir aus im Büro oder in der Küche oder so und kriegen da oft im Alltag diesen Impuls immer wieder, aber es ist aber eben dann auch so, wenn das Teil da irgendwo rumsteht, von mir aus im Büro auf dem Schreibtisch, dann gibt es genug Leute, die sehen das sofort, weil er ja auch groß genug ist und fragen dann, wo hast du den denn her und so, dann löst das wieder Freude aus. Also wird das wirklich multipliziert, weil eben jeder gerne hört, schön, dass es dich gibt, weil es gut tut. Und es gibt in jedem Umfeld gibt es eben Menschen, die sich riesig darüber freuen. Ich habe das damals auch erlebt bei einer Bekannten von uns da, eine ganz liebe, das war die, die mir die Haare geschnitten hat. Die hat aber eben echt Probleme, ihrem Vater zu sagen, ich hab dich lieb, obwohl die den unheimlich gerne gehabt hat, ne? Und ich habe ihr dann damals so einen Aufsteller gebastelt, ich sondern schenkt deinem Vater den Aufsteller ihr. Und dann hat sie dem geschenkt, da hat die mit diesem Aufsteller, das war ja auch keine große Aktion damals, da hat die ihrem Vater so eine Freude mitgemacht, aber auch selbst so eine Freude empfunden. Das war für mich einfach schön, das überhaupt mitzuerleben. Und ich möchte darauf wetten, dass jeder, der dieses Video hier sieht, in seinem Umfeld genug Leute hat, die sich da genauso darüber freuen würden. Es muss ja nicht jeder sofort so machen, wie ich das gemacht habe, dass ich die einfach an wildfremde Leute verschenkt habe, da meine Karten. Weil wenn jemand anfängt,
wirklich anfängt, das ganz praktisch und in echt zu machen, dann wird er noch einen weiteren Effekt feststellen, den ich auch live erlebt habe. Und zwar meine ich nämlich das Selbstvertrauen, weil das im Grunde genommen, wenn ich anfange, solche Sachen zu verschenken, obwohl es was ganz, ganz Positives ist und Freude in die Welt bringt, ist das völlig ungewohnt für uns und wir müssen uns da wirklich überwinden, gerade wenn wir das bei fremden Menschen machen. Ich muss gerade richtig lachen. Schon alleine daraus könnte man echt ein ganz praktisches Selbstvertrauenstraining machen. Denn wenn ich das hier in Essen machen würde und dann würde man in der Pause von so einem Workshop jedem 20 Karten in die Hand drücken und sagen, so, jetzt geh mal in eine Fußgängerzone, verschenk die mal an irgendwelche wildfremden Leute, dann würden viele, so nicht viele, dann würde jeder würde sofort merken, oh, darüber zu reden ist die eine Sache, das zu machen ist eine ganz andere. Aber das kann man ja am Anfang, gerade wenn es um die Aufsteller geht, da mache ich das eben direkt in meinem ganz privaten Umfeld. Da gibt es genug Leute, die sich darüber freuen. Mir ist das eben nur so eingefallen, als ich hier dieses Video vorbereitet habe, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, meine kleinen Kärtchen da an fremde Leute zu verschenken. Heute macht mir das nichts mehr, weil ich das ja viele hundert Male gemacht habe. Aber ich weiß noch, muss ich richtig lachen, als ich das erste Mal gemacht habe, das werde ich nicht vergessen, das war in Lichtenfels in Oberfranken in der Apotheke. Und ich weiß noch ganz genau, da habe ich mich extra darauf vorbereitet und habe mir gedacht, so, wenn du da reingehst, dann traust du dich und gibst der Bedienung eben eine Karte und noch ein paar Karten, die sie dann auch weiter verteilen kann. Und was soll ich sagen? Ich habe mich nie getraut. Das war also, obwohl ich wollte ja nichts Schlechtes machen oder so, ich wollte denen ja eine Freude machen, aber weil das so ungewohnt ist, das zu machen, stand ich auch einmal wieder auf dem Bürgersteig, ohne meine Karten abzugeben. Aber da habe ich gesagt, nein, ich mache das jetzt. Dann bin ich wieder reingegangen und habe gelacht und habe gesagt, hier, ich habe mich gerade nie getraut. Ich wollte Ihnen das hier geben. Ich wollte Ihnen das schenken und damit eine kleine Freude machen. Naja, und dann haben wir eben gemeinsam darüber gelacht, weil da kam auch noch anderes Personal. Den habe ich dann auch gleich welche in die Hand gedrückt. Und nachher kannte ich die ganz gut, da habe ich ein super Verhältnis zu gehabt. Aber gerade wenn man das bei fremden Menschen macht, fühlt sich das erstmal sehr, sehr ungewohnt an. Obwohl es ja total bescheuert ist, weil man ja den Menschen eine Freude machen will. Aber es muss ja auch niemand sofort so extrem anfangen. Es gibt ja in jeder Familie, in jedem Umfeld gibt es genug Leute, zu denen man ein ganz nahes Verhältnis hat, die sich da genauso drüber freuen. Und wo es dir auch genauso viel Freude bereitet, denen eine Freude zu machen, diese Freude zu schenken, zu teilen. Naja, und jetzt, wo ich eben meine fertigen gedruckten Aufsteller hier im Karton habe, bin ich froh, dass ich mich damals so viel damit befasst habe. Denn der Grundgedanke, den ich damals hatte, war ja, darüber zu reden, über neues kollektives Feld und so, das ist alles schön und gut, auch wenn ich anfange selber in mir, von mir aus mit dem kreativen Quantenbewusstsein, ich sag mal, die Freude, Qualität zu erzeugen, dann ist das alles schön und gut, aber besser ist es noch, wenn ich das ganz praktisch und ganz in echt mache und wirkliche Impulse in die Welt gebe. Weil ich mir dann damals eben so ausgerechnet habe. Ich denke, Mann, wenn das in Deutschland nur 1000 Menschen machen würden und die würden das wirklich ganz in echt und ganz praktisch machen, dann würden die eben, und wenn würden das von mir aus fünfmal im Monat machen, dann wären das 5000 Impulse pro Monat, wo also wirklich ganz in echt und ganz praktisch Freude erzeugt wird. Und wenn das jemand macht, ja gut, der wird das schon merken, wenn er das macht, das macht dann selber eine Menge Freude. Und es ist eben so ganz nebenbei sehr gut für Selbstbewusstsein und für Selbstvertrauen. Und niemand braucht da irgendjemand anderen zu missionieren oder dran zu erinnern, dass er doch gefälligst aufwachen muss und dass wir doch alle
die Welt verändern müssen. Nee, das spielt alles gar keine Geige bei diesem einfachen, praktischen Weg. Ich mache das einfach und löse dadurch immer mehr Freude im Leben aus. Ganz direkt, ganz in echt, ganz praktisch, ganz in meinem eigenen Leben. Und da ist es dann völlig Schnurz, ob der Beschenkte, sag ich mal, ob der jemals was vom kreativen Quantenbewusstsein oder von Spiritualität oder von sonst was gehört hat. Der freut sich sowieso darüber, auch wenn er da noch nie was von gehört hat. Und das ist ja der Sinn der Sache, ganz praktisch und ganz in echt mehr Freude in die Welt zu bringen. Natürlich habe ich damals auch überlegt, wie kann ich eben andere Menschen dazu bringen, dass sie selber solche kleinen Aktionen durchführen. Und ich habe ja damals hier die gebastelten Prototypen, die ich selber von Hand gemacht habe, gehabt und habe mich auch mit Leuten darüber unterhalten. Natürlich war sofort der erste Impuls bei den allermeisten: Oh, kannst du gut verkaufen. Überleg mal, was so eine normale Geburtstagskarte kostet oder eine Weihnachtskarte, eine richtig gute. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern der Sinn der Sache wäre ja, dass Menschen wirklich in ihrem Umfeld selber anfangen, Freude zu verschenken und dadurch sich ganz praktisch daran beteiligen, das gewünschte kollektive Feld auch wirklich ganz in echt und praktisch im Alltag zu fördern. Einfach dadurch, dass sie ganz direkt in ihrem Umfeld Freude verschenken. Und da wird jeder merken, das tut sowieso gut, das tut jedem gut, wenn er das macht. Ich habe noch keinen kennengelernt, dem das nicht selber gut getan hat. Und so ganz nebenbei stärkt es eben das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Also habe ich mir überlegt, ich mache das ganz einfach und ganz direkt, weil ich zu irgendwelchen großartigen Aktionen auch gar keine Lust habe. Es ist aber eben sinnvoll ist, wenn hier nicht ein paar tausend so Teile bei mir im Karton liegen, sondern wenn die eben viele Leute in ihrem Umfeld anwenden. Zumindest mehr Leute. Ist ja besser, wenn ich das nicht alleine mache, wenn das noch andere Leute auch machen und auch für sich nutzen. Und ich werde das in Zukunft dann einfach ganz, ich werde das ganz einfach machen. Sag mal, ich bekomme ja immer wieder auch Spenden über PayPal, hier über den Spendenbutton, der da immer in der Beschreibung steht. Und wenn jemand solche Teile haben will, also diese Aufsteller, um in seinem Umfeld Freude zu verschenken und das einfach zu machen, das, was ich hier vorgestellt habe. Nun, dann soll er einfach dann seine Adresse angeben, also seine postalische Adresse, und dann schicke ich ihm da 50 so Teile zu und gut ist es. Und da ja in der Regel sowieso die meisten Spenden immer so 50 Euro oder noch mehr manchmal sind, kann ich da auch ruhig sofort wieder was von nehmen und kann das dann direkt an die Leute zurückgeben. Das habe ich mir so überlegt. Und dann werden schon so im Laufe der Zeit meine paar tausend Teile hier im Karton von ganz alleine weniger. Klar wäre es gut, wenn diesen Weg, den ich hier vorgestellt habe, ganz viele Menschen gehen würden und von mir aus jeden Tag ganz bewusst so eine Freude auslösen würden, eine zusätzliche Freude, die es ja sonst nicht gibt. Die wird ja wirklich erschaffen in dem Moment. Und zwar nicht nur einmal, sondern doppelte Freude und nachhaltig. Klar wäre das schön, wenn das jeder von mir aus jeden Tag einmal machen würde. Aber ich sag mal, wenn das erstmal schon ein paar Mann machen, dann ist das schon mal gut. Das ist schon mal besser, als wenn das keiner macht. Und wenn es eben überhaupt kein anderer macht, ja, dann mache ich es eben. So wie ich es in der Vergangenheit auch gemacht habe. Ist immer noch besser, als wenn es keiner macht. Weil da ist schon lange meine Devise, ein Spruch von Erich Kästner, den ich unheimlich gut finde. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und in diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.